Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mit dem Spirit unternehme ich immer wieder jetzt Wanderungen und versuche ihn auch daran zu gewöhnen, dass die anderen Pferde und vor allem unsere Altersherde praktisch um ihn herum sind. Das geht am besten hier, wenn sie nahe kommen, wenn ich sie rufe und der Spirit auf eine Seite vom Zaun läuft und die auf der anderen, weil so kann er sich ja sozusagen anschließen. Der hat ja das Gefühl, er läuft ja mit der Herde und das sind jetzt erste Schritte, ja, damit der mit der Altersherde verbindet. Vor allem hier auf der linken Seite ist ein Hund, der bellt und Spirit wird automatisch näher an die Herde ranrücken, wenn wir da vorbeigehen. Das sind so kleine psychologische Tricks, würde ich ja fast sagen, die man anwenden kann in der Ausbildung von Fohlen. Jetzt in diesem besonderen Fall natürlich ist es ja auch etwas Besonderes. Ja, normalerweise hat man diese Probleme nicht, weil das Fohlen läuft ja seiner Mama nach. Aber Spirit hat keine Mama vom ersten Tag an und deshalb muss man ein bisschen schauen, wie man das am besten erreichen kann. Ich bringe ihn auch auf verschiedene Terrain wegen der Hufe und in der Zeit filme ich und beobachte seine Bewegungsmuster und auch wie er die Hufe belastet, wie sie sich abnutzen und so weiter. Das werde ich dann später vielleicht in einem Zusatz Kurs zum Online-Hufkurs dazustellen, speziell über Fohlen und Korrektur, zum Beispiel bei Fohlen der Hufe, weil man das beim Spirit sehr gut zeigen kann. Wir gehen ja auch verschiedene Runden, die wir nie gegangen sind. So, da sind wir auf dem Gebiet von unseren Pferden. Oh, da sind Wanda und Beauty. Da ist Strom auf der Litze und ich will nicht, dass er einen Schlag abbekommt beim Kennenlernen. Wanda hat entspannt ordentlich. Er ist ganz entspannt geworden. Beauty ist noch ein kleines bisschen unentspannt, aber er ist super. Und Beauty auch. Die ist jetzt auch interessiert, was da passiert. Also Wanda fällt mir wirklich auf, wie runder er geworden ist und entspannt einfach so gut. Also bei ihm tut sich viel, denke ich mal. Wahnsinn. Das ist richtig ein schönes Pferd. Dabei war das gar nicht vorher so aufgefallen, wie schön der ist. Wow, der ist so unglaublich besser geworden. In ein paar Tagen nur ist es ein anderes Pferd. Wahnsinn. Das war definitiv eine gute Tat für die zwei Pferde hierher zu kommen. Das Fell hat sich verbessert. Innerhalb von ein paar Tagen ist es glänzend von struppig und man hat ja gesehen, es haben Nährstoffe gefehlt
bis zu diesem glänzenden Fell, was sie jetzt haben. Siesta bei den Pferdchen. Ein Chico. Wie man hier sehen kann, Brando befindet sich jetzt wieder in dieser Herde. Er war einfach unglücklich in der Jungsherde und hat sich dann einfach nur separiert. Und ich hatte Hoffnung, dass er nach ein, zwei Tagen merken wird, okay, die Jungs sind ja da, die kennt er ja, der ist ja nicht jetzt alleine in eine andere Herde rein. Aber er ist einfach nicht zurechtgekommen und dann muss man auch wieder aktiv werden. Und somit habe ich den Brando wieder zurückgebracht in diese Herde und der war eindeutig hier besser. Also er fühlt sich in der gemischten Herde viel, viel besser. Und ja, somit bleibt er dann in dieser Herde. Nur Fiete und Brando sind jetzt mehr zusammengerückt mit Luna, Pobeda und Antigo. Max ist auch da. Momo. Hi. Beauty wird auch runder. Das tut ihr gut. Hi, Mila. Und so wie Wanda so viel größer erscheint, als er angekommen ist, so erscheint die Olinette viel kleiner, weil sie so süß und lieb ist. Sie ist innerlich so jung und so klein. Also sie ist gar nicht so gefährlich, wie sie aussieht, weil sie sieht ja so groß und gefährlich aus. Aber sie ist es überhaupt nicht. Sie ist innerlich eigentlich viel kleiner und süß. Den Jungs geht das gut, jetzt sind sie zu viert. Levi hat sich dem Armani ziemlich angeschlossen in dieser Zeit. Die beiden hängen aneinander ziemlich und Ben und Momo bilden ja andere Grüppchen sozusagen hier bei den Jungs. Aber die sind ja sehr entspannt miteinander und richtig toll hier. Hat der Ben zugelassen, dass ich auch seine Ohren eincreme. Und das war jetzt wirklich Vertrauensbeweis von ihm. Das hat mich sehr gefreut, dass er so weit entspannt hat. Und
Das war schon sehr gut zu der Zeit hier bei dem Sommer, dass es sich so wenig gekratzt hat. Das war ein enormer Fortschritt, kann man sagen. Und ansonsten kommen die Jungs hier sehr gut zurecht. Die sind wirklich sehr, sehr entspannt. Das merkt man ja immer wieder, wenn man zu ihnen kommt. Der Ben kommt ja an manchen Tagen auch direkt auf mich zu und möchte eingecremt werden und er krault teilweise auch zurück. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man Vertrauen von dem Pferd gewinnt, dass man das so machen kann, weil ich mache das frei mit den Pferden. Ja, entweder sie erlauben das oder sie erlauben das nicht. Und ja, langsam gewinnt man dann das Vertrauen von dem Pferd und dann ist es ja sehr schön, wenn man einfach zusammenarbeiten kann. Mit dem Spirit mache ich ja ausgedehnte Touren und versuche immer wieder neue Plätze mit ihm zu erkunden. Er bleibt ja auch nie lange zurück und schaut, dass er mich immer wieder einholt. Und wie man sieht, rennt er jetzt richtig gut und springt umher. Und zu der Zeit isst er auffallend viel von Wiesenboxbart. Und diese Pflanze wirkt ja blutreinigend, harntreibend und hilft bei Gicht und Rheuma, was in seinem Fall sehr viel Sinn macht, würde ich sagen. Ja. Davon hatte er in dieser Zeit sehr viel gegessen.
An diesem Tag bringen wir die Pferde auf den Berg über den Fluss. Und derzeit befindet sich deutsche Familie hier, die ja Brösel, Mona, Maxl und Willi kennt. Die Kinder haben auf den Chattis reiten gelernt, beziehungsweise Anna hier, die ja sehr in die Pferde vernarrt ist. Und sie haben ihre Sonnenpferde hier besucht und in der Zeit uns auch geholfen, die Herde auf den Berg zu bringen. So, die Pferde ruhen hier. Sassin ist jetzt hier. Sie ist total entspannt eigentlich und schließt sich jetzt niemanden mehr an so arg von der Herde hier. Sie hat ja Auge auf Wanda geworfen. Ich glaube, sie wird sich ihm anschließen. Aber er ist ja nicht hier die ganze Zeit mit der Herde. Der ist jetzt unten mit den 5 Mädels. Und Sassin ist so entspannt, ohne an jemanden zu kleben. Und das ist, glaube ich, ganz gute Entwicklung für sie und ihre Gesundheit vor allem. Weil viele Sachen hält sie fest in sich zusammen. Das ist für sie Zeit, mal gute Zeit loszulassen. Ich denke, das tut ihr richtig gut. Wir bringen die Pferde auf den Berg. Unten wird eingezäunt, sodass wir sie durchführen können und über den Fluss bringen können. Und dann werden wir die hier nehmen und mit der Herde unten vereinen. Und dann gehen sie alle zusammen heute auf den Berg. Sie wissen noch nichts davon. Aber bald geht es los. Es ist ja immer Spektakel, eigentlich auch für uns, wenn wir die Pferde umziehen, gerade jetzt auf Berg, über Fluss, und das ist schon was Besonderes, dabei zu sein, wenn wir sowas machen. Also ist ja ein Glücksfall, dass sich das so jetzt getroffen hat. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nicht vergisst. So, die Pferde ziehen um. Wir gehen mit der Herde ganz langsam runter. Super. Okay, sieht gut aus. Alle laufen. Der Reihe nach. So, wir lassen die Pferde nicht rennen, sondern machen ganz gemütlich langsam. Und die kommen auch hinterher. Ganz brav. Die werden sich jetzt zu einer Herde schließen. Oh,
Warte, warte. Oh, super machst du das. Ja. Super. Ja. Und Brösel ist schön. Der gehorcht ja schön, oder? Ja. Super. Ja. Der ist brav. Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Ihr habt es prima gemacht, beide. Gut. Okay, wir warten jetzt, bis die Herde sich beruhigt hat. Und dann werden wir sie Oberfluss führen. Brandur ist im Plus. Thank you.
kommen die anderen wieder mit. Und wir gehen mit diesen 7 jetzt rüber. Die andere Herde versammelt sich schon unten. Dann wird die Tür aufgemacht und dann geht es über den Fluss. Ja, ich glaube, das wird jetzt fest für die Pferde sein auf dem Berg. Das wird so toll. Und ich habe keine Drohne dabei, weil wir nicht wussten, ob wir die heute umziehen oder nicht. Die Pferdchen haben gedacht, wir bleiben hier. Aber es gibt noch was Besseres als diese Riesenwiese hier. Hop, hop. Komm, Mila, komm. Halt ab. Hopp. Komm näher, näher, hopp. Komm näher, hopp, hopp. Okay. Ah. Und jetzt sind sie auf dem Berg und man schaut sich nur diese unglaublichen Wiesen an. Es ist so eine üppige, saftige Weide mit unglaublichem Reichtum an verschiedenen Kräutern und Gräsern. Und dadurch, dass das länger reifen
konnte, sind sie ja so hoch geworden. Es ist einfach paradiesisch toll für die Pferde auf diesen saftigen Wiesen zu sein. Beauty ist darüber bei Peppi. Und Wanda ist auch gesprungen, aber er kommt zurück. Oh mein Gott. Beauty ist ins Wasser und ins tiefe Wasser und hat Oberfluss überquert, dass sie zu Peppi kommt. Das ist noch nie passiert. Wahnsinn. Und Wanda schwimmt. Und er schwimmt. Okay. Wie ich sagte, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja. Jetzt gucken wir mal. Jetzt dürfen wir mal Fluss absichern. Wanda ist jetzt bei den 5 Mädels, der hat Beauty aufgegeben. Was für eine Aufregung und wie es weitergeht, ob die Beauty zurückkommt, was passiert, das erzähle ich euch im nächsten Video. Bis dahin alles Beste mit eurem Pferdchen und bis zum nächsten Mal. Hey, hey.